Schön, dass auch heute Abend noch so viele Leute hier sind und noch bereit sind, weitere Vorträge zu hören. Ich bin ganz begeistert. Wir werden uns jetzt leider nicht die ersten 10 Minuten des neuen Star Wars Films ansehen. Es wird vielmehr, wie ich schon angekündigt habe, um ja, die dunkle Seite der Energie quasi im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Unser allgemeines Verständnis von Strom ist ja, er kommt aus der Steckdose, immer dann, wenn wir ihn brauchen. Und wie ist das denn in der Halbzeitpause vom Fußball-Länderspiel? Wer geht da extra nicht auf die Toilette, weil die Pumpen im Kraftwerk sowieso schon heiß laufen? Da! Ah! Sehr gut läuft das hier. Normalerweise sieht Europa nachts ungefähr so aus. Wenn das jetzt mal zu einem Stromausfall kommt und das mit dem europäischen Binnenmarkt nicht ganz so hinhaut, dann könnte es in Deutschland auch nachts ganz gerne mal so aussehen. Zukünftig könnte das jetzt auch mal passieren, dass dann häufiger auch diese Gründe vielleicht die Ursache waren. Und zum Teil kann das auch mal schneller gehen, als man denkt. Der Fernseher wird schwarz. Sie werden hektisch, sie drücken auf der Fernbedienung, nichts passiert. Sie springen auf, rütteln an den Kabeln, immer noch nichts. Sie zücken als nächstes ihr Smartphone. Das ist natürlich Standardantwort. Akkustand ist niedrig, schließen Sie bitte ein Ladegerät an. Aber irgendwann kommt dann auch Ihre Frau mit ihren Standardproblemen an, weil Frauen haben ja diverse Probleme. Aber hauptsächlich ist es ja, ihr ist kalt, sie hat Hunger und sie muss aufs Klo. Möglichst alles gleichzeitig. Und das muss man erstmal gelöst kriegen irgendwie. Ich persönlich habe in Vorbereitung auf diesen Vortrag festgestellt, dass ich eigentlich zu Hause gar nicht vorbereitet bin. Ich habe nicht mal Ersatzbatterien für meine Taschenlampe. Und dann kann man das auch ganz wunderbar geruchsneutral verschließen danach. Und es passt auch wirklich in jede Einzimmerwohnung. Und es soll tatsächlich auch bis 100 Kilo tragen. Auf jeden Fall immer genug Dosen essen zu Hause. Damit Sie die Dose auch aufkriegen, natürlich auch unbedingt den mechanischen Dosenöffner, weil mit dem elektrischen könnte das auch schwer werden. So, aber wir hatten ja gesagt, Mann ohne Bundesliga, da muss ich auch noch irgendwie bisschen Unterhaltung haben. Dafür sollte er immer natürlich genug was mit bunten Bildchen da haben, wo er dann drin blättern kann. Und sehr wichtig natürlich auch noch die Taschenlampe, die auch noch mit Kurbelbetrieb funktioniert, damit er auch im Dunkeln noch was lesen kann. Dankeschön.